So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück bei Trials of Fire und wir marschieren direkt mal in Richtung Quest weiter. Oh, das ist schon die Quest. Da sind wir bei den. Ne, ist das die Quest? Das leuchtet hier so. Gucken wir mal rein. You find the remains of the Elven Palace that is still partly suspended in the treetops. From the markings you are sure that this is the place you are looking for. The Waterstone must be near. It soon becomes clear that the palace is not deserted. Rustin hears a voice from inside, and there are rattling shadows moving in the elemental light. Okay, es sind einfach Lichter, die ohne Fuel nicht machen. Okay, unser erstes Mal gegen Rattlings. Oh, die haben nicht so viel Leben, das ist schon mal gut. Dafür sind es mehr. You have encountered an elite enemy. Elite enemies are generally tougher and more dangerous than standard enemies, but more importantly, each has a unique and dangerous ability that you should always be aware of when fighting these enemies. To read the ability of an elite enemy, hover over it to bring up its character pop-up. Gucken wir mal. Rattling Sorcerer, Swarm Leader. All other enemies, units gain plus 2 defense at the start of their turn. Okay, das heißt, wenn wir einen schnell umklatschen, was wir nicht können, dann, ja, dann wäre der weg. Okay. Also du musst auf jeden Fall mal hier hin und hast direkt perfekt den, der immer Turns gibt. So, damit kriegst du auf jeden Fall einen Willpower. So, wir können diese Runde nicht angreifen. Das machen wir auf keinen Fall. Hier kann uns keiner sehen. Aber hier können wir auch fast niemanden sehen, ne? Ist irgendwie doof. Ich gehe trotzdem mal hier hin, weil ich denke, dass die auch alle jetzt hier unten lang kommen. Dann können wir noch unseren Good Boy hier sammeln. Und du kannst ja nicht so wirklich was machen, ne? 1, 2, 3, mach mal 6 Rüstung. Move 2. Oh, wo will denn hin? Die gehen da oben lang. Hätte ich ja niemals gedacht, dass die da lang gehen. Also, Quick Step. Dann move wir mal hier hin. Wie weit kannst du laufen? Du kannst hier hin. Sie ist echt zu nutzlos, ne? Aber ich schon gar nicht. Könnte hier hin? Könnte sagen, beide 2 Damage. Okay, das war gar nicht so schlecht. So, du kannst Defend 2. Dann können wir dich hier bottlenecken, indem wir 2 gehen. Hier, so. Und du kannst diese Runde nicht so wirklich was machen, ne? Wobei wir können. Das hier können wir machen. Und du kriegst dann noch mehr Rüstung. Jo, ich geh ganz ab. Alter, haben die Damage gemacht. Okay. So. Le Wolf marschiert hier hin. Kann diesmal Combo attacken. Ja, Gain 1 Willpower ist gut. Und damit kannst du gleich auf den da oben schießen. Okay. Hier hin. Willpower. Warte mal, nein, 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 nein. Können wir nochmal undo? Weil du kannst theoretisch auch einfach dich so dahin bewegen, weil den müssen wir nicht. Wenn alles gut läuft, müssen wir den nämlich nicht weaken, weil wir den einfach gekillt kriegen. Das ist mein Tipp. So. Das kann weg. Ja, das nämlich auch weg, dann machen wir 5. Ja, genau. So, dann kannst du auf jeden Fall auf den schießen. Okay, der ist schon mal weg, das ist schon mal gut. So. Also das every time you play a card that deals magic damage, gain 1 willpower. Ich glaube, das macht schon Sinn, weil wir jetzt vorne stehen und gleich Magic Damage machen können. Inflict Burning on any character. Okay.
Nicht the Doggo. Okay, das war's. Das war gar nicht so schlimm. Jetzt kann's losgehen. Move to. Pass auf. Hier, zack. Kriegen dafür Dinge jetzt wieder. Ja, und dann. Können wir quasi advancen. Ne, oh, das ist der falsche. Ich wollte hier. Du hast keine Advance. So. Wir können mit dir hier hingehen. Und dann können wir mit dir nämlich nicht dahin gehen. Warte, zurück. Du könntest aber. Ach, man kann nicht aneinander vorbeilaufen. Das heißt, du musst zuerst laufen. Ach, du kannst auch nicht. Ah! Weil mein Movement einfach beendet wird, wenn ich in den Gegner reinlaufe. Ja, okay. Dann war das. Da war es doch richtig, wie wir es gemacht haben. Und zwar der weg. Du hier. Ah, nee, du kannst auch hier oben. Sie kam auch noch da oben. 1, 2, 3, okay. So. Du kannst dann. Ach, das ist Move 2. Ich dachte, das ist. Und dann Defend 3. Ja, gut. Und hier ist alles nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Also siehst niemanden, ne? Das, du kannst aber mal hier laufen, dann siehst du die auf jeden Fall, okay. So, dann versuchen wir auf jeden Fall mal den Warrior zu kloppen. Und defenden. So, du gibst auch auf den Boy. Defendest und defende noch mehr. Und du auch, kannst mal hier hingehen. Hier hingehen. Dann kriegst du noch zwei Rüstungen dazu. Deal 2 Damage and inflict Shock to 2 different random. Oh, okay. Jo, das schockt war jetzt schon ekelhaft. Okay. So, sie muss wieder rein. Dann verprügelt jetzt einfach mal den. Dann verprügelt ihr den nochmal. Mal auf Defense. Haben einen gekillt. Okay. Ah, das ist wieder der Wolf, das ist gut. Zwei. Bis auf den. Gehst du wieder auf Defense. So, du machst Move 3. So, der ist jetzt geweakened. This card does nothing. Und dann gehst du nochmal hier hin. So, du kannst Power shooten. Stehen. Und dann kannst du den weg. Nein. Ah. Power shoot macht doch nicht so viel Sinn. So, exhausted. Du kannst den wegtun, 2 zu gehen, den Boy hier beschwören, dann nochmal weglegen. Okay. So, jetzt müsste aber, passen. Okay. Swiggity Swooty, I'm coming for that booty. Oh, warte mal, ich kann dich auch hier hinstellen. Dann kann der nirgendwo mehr hin. Und der mir die ganze Zeit auf den Sack geht mit seinem Hin- und Herlaufen. So. Und du kannst hier hingehen, dann siehst du den. Und dann kannst du auf den schießen. Und Combo Strike, Combo damit drauf. So. Da ist der Gang Wind Power weg. Okay.
Du kannst mal hier hinmoven und eine Karte ziehen. So, du kannst auch dahin moven, ohne eine Karte zu ziehen, aber halt um zu unterstützen. Also hier zack, Combo. Nochmal zack, nochmal Combo. Geil. So, du hast eh genug Rüstung, kannst also die abgeben, um nochmal anzugreifen. Und du kannst. Ja, das geht auch, das kostet nichts. Ah, dann kriegst du sogar noch Rüstung dazu. Okay. Also Warrior ist echt jetzt mega tanky drin. Hierhin. Du hast irgendwas, womit du dich bewegen kannst? Nein. Das machen wir aber nicht und das machen wir heute auch nicht. Hier sind zwei. So, hast du was? Du kannst zwei bewegen. Dann kriegst du dich nochmal zwei. Okay, so, jetzt gibt es hier eine Melee-Attack, wo alle mit dabei sind. Dann gibt es hier eine Ranged-Attack. Oder von damit drauf raus. Victory. So, dich leveln wir ab, weil du ein bisschen. Oh, was haben wir denn hier? Legendary Item. Click here to select a legendary. Oh. Ah, krass, das können wir uns aussuchen. Whenever you perform a combo strike, all of your melee attack cards in hand gain plus 2 to damage. Uff, okay, geil. Gibt Stalk. Your combo strike deals plus 2 damage if you are not adjacent to any friendly characters. Melee attack 1 and inflict exposed. Und melee attack 3 and inflict immobilized. 2, defenseless 2 and weakened 2. Okay, geil. Was haben wir noch? Du wirst eine Krone. The first time your talent triggers, each turn refresh it. Das Talent war. Er macht ein extra Damage, ne? Das heißt, wenn er dann. Das könnte er zweimal machen. Was macht sie nochmal? Return after you play a card and are adjacent to an enemy, defend 2 and all other heroes. Ne? Okay. Und dieses. Da, bei ihr würde die Krone halt was bringen. Was macht es noch? Move 4, defend 1 per space moved. Ja, nicht schlecht. After you play a move card, deal 2 melee damage to all adjacent enemies. This does not trigger combo strikes. And each hero creates 2 cards in hand from a choice of Shift, Simple Shot and Guard. Also dies. Oh, die kostet aber auch 4. Ist aber ziemlich nice. Und Armor 3. Whenever you play a power on another character, gain 1 willpower. Gain 1 willpower at the start of your turn. All attacks deal plus 2 damage und play defend 4. Und each hero creates 2 cards in hand from choice. Okay, das Battle Ready kennen wir schon. Oder Legendary Crafting Material. Nee, das wollen wir nicht. Den fand ich ehrlich gesagt am krassesten. Den würde ich dann aber auch der. Das ist auch die einzige, die das nehmen kann, unsere Kriegerin. So, was haben wir hier? Gucken wir uns gleich an die Waffen. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal alles. Und dann leveln wir mal unsere Elementalistin. Stone Barrier. Defend 4 on any character. Inflict immobilized and defend 2 to all characters in target area. Magic 3, attack 3 and inflict shield on all targets in the tower. Deals double damage. Kostet halt alle so viel, ne? Ich würde, glaube ich, eher was upgraden. Hier. Ah, dich können wir jetzt auch leveln. All Ranged Attacks deal plus 2 Damage. Ist geil, aber kostet halt auch 2 Mana und ist erst danach nützlich. Move to any other friendly character, then defend 2 and activate that character. Das heißt, activate. Can perform a free move 2 action. Okay, das ist geil. Ranged Attack 2 and inflict immobilized if the attack is not blocked. Oder Ranged Attack 3, then if you are adjacent to an obstacle, defend 4. Oh, der ist auch nicht schlecht. Ist einfach besser als das hier. Das ist einfach ein straight. Also, der ist auch nicht schlecht, aber das ist halt einfach ein straight Upgrade zu dem. Der macht einfach Range Attack 3 und der macht einfach Range Attack 3. Dann kriegen wir einfach noch Defend 4 dazu. Nehmen wir. Okay. Und jetzt können wir ihn neu upgraden. Ich würde wieder sie leveln, glaube ich. Wir können uns nochmal das nehmen.
Attack 6. Boah. Der prügelt einfach hart rein. Ist gekauft. Okay. You go about thoroughly searching the Elven Ruin and find the Waterstone in what was once a garden terrace. The artifact is unfortunately completely inert and would be useless in its current state. The objective? Charge the water gem. The party has recovered an inert water gem from the ruined palace. Now they must locate a scry pool with power to restore the artifact. Recommended level 4 bis 6. Welches Level sind wir? Keine Ahnung. Dann müssen wir das jetzt chargen. Oh, cool, wir kriegen hier noch mehr. Nehmen wir alles. Before leaving, you collect some supplies that the Redlings had stored near where your battle took place. Okay. So. Jetzt können wir einmal Legendary Items. Congratulations, you have found a Legendary Item. As well as providing skill cards, Legendary Items will give a hero a permanent combat bonus when equipped. To make the best use of these Legendary Items, try to build the rest of your loadout around maximizing the bonuses. Ja. Her damit. So, du kriegst das 4. So, du hast jetzt Armor 5. Das ist Armor 8. Geil. So. First time your talent triggers each turn refreshed it. Ja, das ist halt leider bei ihr nicht so stark. Turn after you play a card and are adjacent to an enemy. Defend two on all other heroes. Ach, die müssen nicht dabei sein. Das ist, dann ist das super gut. So, hier haben wir Armor. Du hast Armor 3. Das ist Armor 2, Armor 2. So. Hier können wir noch einen Blow to the Head nehmen. You take 5. The target discards a random active power. Nehmen wir mal. So, hier, was ist das? Das kann nur sie nehmen. Gucken wir uns das mal an. Quality 1 und Armor 3. Das gibt keine Quality, das gibt einfach nur Armor 3. So. Whenever you take 1 or more damage and your hand is not full, draw a card. Interessant. Your attack deals bonus damage equal to the cost of the previous non-move card played. Attacks deal bonus damage equal to the cost of the previous non-move card played. Okay. Gain 2 willpower at the start of your turn. Oh, geil. Meditation. Ja. Ist mal gekauft. So. Combat Strike, deal plus 2 damage if you're not. Brauchen wir nicht. Und das ist Defend 2 on all friendly characters. Deal 3 magic damage to all enemies within 3 spaces. Deal plus 2 damage if you have 5 plus defense. Ist nicht schlecht. Nice. Okay. Armor 3 oder was hast du für eine Armor? Nix. Kriegst du mal hier wenigstens Armor 2. Nice. Okay. Ich fühle mich direkt Unmengen stärker. Hier gehen wir mal rein. Was auch immer das ist. You enter the ruins of Morn Pass, once the site of a great battle between Hybrid and the Makara Elves. Once beautiful elven watchtowers now stand broken and quickly decaying into in the harsh sun. Searching the towers, you find some useful salvage. Geil. Zweimal Mystic Herbs. Und noch Crafting Material und ein Manual, ein Buch. Take all. War wahrscheinlich für dich. Das Buch, ja. Ach, das können wir da oder da reinstellen. Select a card in hand and shuffle a temporary copy into your deck. Double down. Target a character with a named effect. Create a card in hand that inflicts the same effect for one of its effects on a targeted character with a named effect. Create a card in hand that inflicts the same effect for one of its effects. Okay, verstehe ich nicht so ganz. Remove all negative named effects and destroy all weakness cards from your hand and your discard. Draw 2 cards. Ja, nice. Ist gekauft. Nehmen wir mal mit. Okay, so. Da kann man nicht lang. Dann gehen wir mal hier lang. Wir sollten auch gleich noch irgendwo pennen. Was haben wir hier? Elven Ruins. Oder wir müssen außen rum. Dann gehen wir erstmal hier in die Ruinen. Hanging from a branch in an unusually vibrant corpse. You see a large cage with a lizard-like creature trapped within. As you approach, the creature speaks. She claims to be a life drake, a lesser dragon with the power of healing. Before you can decide what to do, a human mystic comes crashing into the corpse. He demands you leave his home and his pet alone and continue on your way. Demand that the man free the life drake. Oh, new follower. Das will ich mal ausprobieren. Das ist nur ein einzelner Dude und wir können das danach eh ausruhen. Oh, nevermind, einzelner Dude. Der hat noch irgendwelche Bros mit dabei. Ja, Fatigue. Du bist einfach nur ein normaler Human Shaman. Okay. Läpsch. Move for, defend one per space moved. Gehen wir mal direkt hier hin und move him for.
Und dann gehen wir nochmal auf 2 Defense. So, Attack 2. Ja, dann sagen wir das hier. Tja, es geht genau nicht, kommt genau nicht hin. Ich würde nämlich gern das spielen. Doch, das kommt genau hin. Du spielst das. So, dann gibst du den. Achso, das wollte ich noch spielen. Das lohnt sich nicht. Das funktioniert nicht. So, sagen wir, du gibst das ab und das ab, schießt auf den, kriegst die Fend und du marschierst mal hier hin. Gain 4 Willpower. What? Oh, oh, oh. Ja, komm schon, Alter. Der Discard nimmt einfach ein Power. Du kriegst einfach so ein Willpower. Defensive Stance. Oh, noch mehr Defense. Scheiße. Dann geh mal hier hin, damit wenigstens der andere Boy dich nicht sieht. Also hits anyone directly behind the target. If you hit 2 targets, gain 1 willpower. Okay. Was machst du? Select a card in hand and shuffle a temporary copy of it into your deck. Nö. To all enemies within 3 spaces. Nö. Okay. Das heißt, du gehst hier, das kostet 1, macht beiden 2 Schaden und kriegen Willpower wieder. Und dann kannst du quasi den auch noch umbringen. Kannst dann noch defenden. Okay. Okay, du kannst hier hingehen und dann kannst du quasi play a card that deals magic damage. Ja, und dann gibst du quasi hier ein Damage, toll. 4 gebracht, okay. So. Du kannst mal bitte die 2 neu ziehen. Das mache ich viel zu wenig. Ich move mal hier hoch. Dann kriegst du Weakness. Dann mache ich das hier. Du kannst zwar moven, aber musst du nicht unbedingt. Den brauchst du nicht. Du schießt auf den. Brauchst nicht moven, du schießt auf den. Okay. Ach, jetzt kriegen die anderen, die haben jetzt anderen auch Defense bekommen. Geil. Gain 4 Willpower, das ist einfach krass. Okay, aber das ist nicht so weiter schlimm. Congratulations, you have drawn your first heroic card. Heroics are powerful one-shot actions that you can use to swing the tide of battle. Heroic cards function just like normal action cards, except for 2 significant differences. When a heroic card is played, it is removed from the battle, so each can only be played once per battle. Heroic cards cannot be duplicated by any game effect. Okay, wo ist sie? Da. Each hero creates 2 cards. Ah, das kostet dann 4. Simple Shot and Guard. Ach, guck mal, die kosten alle nichts. Jeder kriegt 2. Entweder Melee Attack 2 oder Ranged Attack 2. Das heißt Instant. Okay, das ist einfach nur kurz da ist. Oder Defend 4. Geil. Das ist richtig stark, das Ding. So, das heißt, da wir eh nicht beides machen diese Runde, können wir den Wolf abwerfen. Da du keinen Melee Attack machst, kannst du den abwerfen. So, du machst auch diese Runde das nicht. Und das nicht. Und dann können wir das hier machen. Wir nehmen alle Simple Shot. Simple Shot.
Du nimmst. Kannst du irgendwen sehen? Weiß ich nicht. Der macht, glaube ich, die Defense. Und macht Range. Ich glaube, der sieht keinen, aber. So, und du kannst. Sagen wir mit Lima. Du kannst eigentlich zu ihm hinlaufen, ne? Move 3. Was auf der previous non-move card played. Das die Bonus Damage. Okay. Ja, aber Range ist einfach besser. Ich weiß nicht. Range kann ich einfach auf den schießen. So, na, du siehst niemanden, ne? Leider. Was du machen könntest, ist, anstatt zu defenden, weil du eh. Oder hast noch eine Rüstung, egal. Ah, cannot be recycled. Okay, nevermind. Dann hätten wir besser komplett defended. Ja, okay. Du kannst. Simple Shot. Simple Shot. Du kannst auf den nicht töten. So. Dann Move. 3. Nee, da wollen wir nicht hin. Reicht ja, wenn wir hier hin move'n. Dann. Da und das hier. Nein, 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 das war dumm. Dadurch kostet das andere. Wir können den nicht spielen. Die Power können wir nicht spielen. Ja, das und das machen. Okay, und das können wir. Ja, okay. Okay, jetzt versteckt er sich da, der Penner. Ich kann dich so, ich kann dich nie sehen. Ja, dann marschieren wir mal 2. Jetzt kann ich dich sehen. Okay. Dann den ab. Mal hier Attack 5. Piu! Das brauchen wir nicht. Ach, du bist gechillt, ne? Mal zurück. Dann machen wir doch das hier. Defend 2. Gib jeder von uns 2 Rüstung. Du gehst auch auf die Rüstung. Du gehst 2. Du gehst nochmal 2. So. Und den haben wir jetzt gleich auch. Boah, der geht mir so auf den Sack mit seinem Schild. So, aber dafür kriegst du jetzt auf die Fresse. Ich sehe dich, oder? Ja, ich sehe dich. Da kann ich auch. Das hier machen. Hunter upgraden. Line up. Move 2, gain 1 willpower and your next attack this turn. Ja, das ist einfach straight up upgrade gegen das. Arrange attacks deal plus 2 damage. Nochmal Bone Wolf. Ist ein Bone Wolf upgrade? Ach, das habe ich schon gemacht. Ich glaube aber. Wir machen erstmal das. Was ist das hier? Create a card that deals magic damage from a choice of 3. Okay. Ist gar nicht so schlecht. Können wir ihr geben. Eine Potion. After the battle, the small creature pleads with you to let her free. Let her take the cage with you. The life drag seems too useful to leave behind. Oh, das ist mies. Aber wir nehmen's. New follower. Captured life drag. Plus 1 health restored when using food to heal a single hero. 1 fewer mystic herb required to heal an injury. Oh, okay. Named Joseph. Hi, Joseph. So, jetzt gehen wir noch chillen. Oh, jetzt können wir keine Items upgraden. Wir könnten da. Achso, weil wir da 2 von haben. Das können wir upgraden. Was macht das dann? Whenever you are attacked and your hand is not full, draw a card. Ah, nicht wenn man damage nimmt, sondern wenn man attacked ist. Hier, you attack the bonus damage equal to the cost of the previous plus 1 if the cost matches this power's current bonus. Und gain 3 willpower. Okay, und was war das hier nochmal? Select a card in your hand, take a. Ah, okay. Sonst keiner von euch. Nee. Dann dich. Huch. So. Ja, dann das. Okay. Jetzt können wir noch das upgraden. Oh, das ist nice. Okay. Break Camp. So, ein Ereignis geben wir uns noch.
Wollen wir mal hier so eine Begegnung machen? Boah. Hi. The leader of the group approaches you and demands you hand over a goodwill payment to allow you to continue to your destination. Nö. Sorry, aber nee. Uff. Corpse Shaper. Oh, die. Das klingt so, als würden die was summonen. Summonen, das ist direkt die Heroik. Move to, then draw a card. Das machen wir mal zuerst. So. Move 4. Die. Ja. 1, 2, 3, 4. So. Dann sagen wir zack. So, du brauchst das ja auch nicht. Du. Kannst zwei Moven und eine Willpower kriegen. Du kannst zwei Moven und eine Willpower kriegen. Geh mal hier hin. So. Jetzt haben wir 4. Jetzt sagen wir so. Du kriegst zweimal Ranged. Boop, boop. Du kriegst zweimal Melee. Scheiß auf die Fans, wir gehen voll auf die Fresse. Du kriegst auch zweimal Ranged. Ich glaube, die sieht den. Ja. Okay, ja, dann fangen wir erstmal mit dir an. Die haben ja beide schon 4 Defense bekommen, weil sie halt angegriffen hat. So. Die Fan brauchst du nicht. Du gibst nämlich ganz normal 4 Damage, 2 Damage. Das ist nochmal 3 Damage. Recyceln wir den. Gibst du nochmal 3 Damage, du 2, du 2. Ich hab's auch direkt erste Runde einen komplett umgerusht. Du sagst Move 2, gain 2 Willpower hier hin. Sagst das hier weg. Und dann bist du auch schon mal kaputt. So, der kann weg, den machen wir diese Runde nicht. Hä? Denke an das, damit wir mehr Willpower kriegen. Dann kriegst du noch 2 Rüstungen. Der einzige, dem man realistisch Schaden machen kann, ist sie. Und sie hält ganz gut was aus. Defense, das heißt, may not gain defense. Oh, das ist relativ logisch irgendwie, aber. So, dann machen wir hier unsere Combo. So, wie war das aber, wenn. Once per turn after you play a card and are adjacent to an enemy, defend. Ja, das heißt, eigentlich müsste ich, wenn ich dich jetzt angreife, müsste die alle Rüstung kriegen. Ja, okay. So, das heißt, und jetzt mache ich plus 2 Damage, weil ich 5 Defense habe. Bam. Geil. So, das brauche ich nicht. So, du kannst hier nochmal für die Kombos. Und du kannst hier nochmal für die Kombos. Okay, oder brauchst nicht mal Kombos. Okay, das lief super. Das war ein sehr, sehr steiler Kampf. Sehen, was wir dafür kriegen. Food, Geld und Material. Okay. Ja, very nice. Mal hier. Ruins. Oh, sie kann upgraded werden. Oder warum sind da die Pfeile nach oben? Level Ups. Ah, okay. Hatte ich das eben irgendwie übersehen? Weiß nicht. Melee Attack. One, gain 2 Willpower. Hm, okay. Whenever you are attacked by an adjacent enemy, inflict burning 2. Move to any free space within 3 spaces and gain 1 Willpower. Defend 4 on any character. Ich glaube, das würde ich eher als Support machen. Und ich setze mal den Cantrip, weil der eh nicht so viel bringt. Dann spielen wir sie so ein bisschen als Support-Character. Und hier, dass sie so ein bisschen auf Ranged gehen kann, dass sie nicht immer mittendrin stehen muss. Okay, so. Das, alles Weitere sehen wir aber in der nächsten Folge.